Ich habe hier Jungs, Mädchen, Radler, Nicht-Radler und mich interessiert jetzt hier, wenn ich nur die Jungs anschaue, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es? Ist er mit dem Radler in die Schule gekommen und da gibt es eine Schreibweise. Also P für, er ist mit dem Radler an die Schule gekommen, aber hier ein kleines J. Und das heißt unter der Voraussetzung das. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit ist er ein Radler, wenn ich weiß, ist ein Junge. Und das ist in dem Fall 4 Zwölftel. 4 Zwölftel. Ich könnte jetzt auch P umdrehen. P von J unter Voraussetzung R. Also ich sehe, also das ist jetzt was anderes. Ich sehe hier, da kommt jemand mit dem Rad, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist einer von den Jungs. Ja, das heißt, ich bin nur in diesem Bereich. Ich weiß, es ist ein Radler, da, von der Klasse sind 4 Jungs, ja, und 5 insgesamt, das ist jetzt 4 Fünftel. Und da gibt es jetzt auch eine Formel. Ich habe ja, so, das mal weg. So, jetzt gehen wir das hier auch weg. Das schauen wir uns nochmal an. So, ich habe hier die 4, das ist ja R geschnitten J. Und das ist hier nur die J, also P von J und P von R geschnitten J. Die 4 Zwölftel, also P von J, R ist ja P von R geschnitten J durch P von J. Und das gilt immer. Also die Wahrscheinlichkeit, also allgemeine Formel, ach, das kann ich runter, da habe ich es aufgeschrieben. Ja, so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, wenn ich weiß, B ist es, ja, ist Wahrscheinlichkeit vom Schnitt durch die Wahrscheinlichkeit von B. Ja, also das B steht unten, hier ist auch das B und oben steht der Schnitt aus den zwei. Ich selber mag die Formel eigentlich nicht. Ich stelle mir das immer anschaulich vor. Ich mag Vierfeldertafel malen.